Herzlich willkommen zu einem Insider Beat aus Kroatien. Hier im Badeort der antiken Stadt Split ist der beliebteste Sport Bicigin. Eine Art Volleyball im flachen Wasser. Die Sportart ist ca. 100 Jahre alt und kommt angeblich vom Wasserball, das kroatische Studenten nach Split brachten. Die geografischen Bedingungen und Regeländerungen haben daraus Bicigin entstehen lassen. Und der Stadtstrand Bačvice wird als die wahre Heimat des Spiels bezeichnet. Ich habe mich mit dem Altmeister und Bicigin-Insider Mirko Duran getroffen. Teams setzen sich aus 5 Spielern zusammen und gespielt werden 15 Minuten. So, and you say like these are not good players? No. Who are good players? Hi. You are a good player? Yeah. So it's really like a traditional game from here. Traditional game. This is a good place for this game. No. Flat water. Yeah. Okay. That's good. Eine Jury aus 7 Punktrichtern entscheidet über das beste Team, den besten Spieler und die beste Bewegung. Eine Art B-Note. More athletic, because you jump and you. Yeah. This game you play with each other, because you are in a circle. But do you have competitions? Call this world champion. But you call this world champion because you're the only one who have with a lot of teams. Who wants to come, they come. Okay. Bicigin ist hier so populär, dass sogar eine Flutlichtanlage für das Spielen im Dunkeln installiert wurde. But show us the ball. What ball do you need? I call you. That's the ball. Big tennis. This is from tennis. Yes. And you take the skin from the tennis ball. And from the. You have to put, like clean it really. Yeah, but more. Besonders witzig ist, dass der Ball im Original Balloon genannt wird. Any other of your colleagues? Okay. Well, so then we play together. Anfangs habe ich mehr im Wasser gelegen. Entscheidend ist vor allem, dass der Ball trocken bleibt. Aber mit ein paar weiteren Instruktionen konnte ich später unseren Insider auch zum Tauchen schicken. Okay.